Serge, wenn man das wörtlich übersetzt, ist das so ein merkwürdig alles in sich aufsaugendes Textilium, wo alles so kulminiert. Also er ist der Älteste, er nennt sich selber ein Berater. Er macht eigentlich alles. Es sind sogenannte Luftgeschäfte, die er betreibt. Und die sind im Moment nicht besonders erfolgreich. Und Valentina, seine Geliebte, hat ihn gerade rausgeschmissen. Wir haben drei Geschwister, den älteren Bruder Serge, dann der Jean und die kleine Schwester Nana. Man hat sich im Moment nicht viel zu sagen, man hat sich länger nicht getroffen, hat sich aber trotzdem entschieden, miteinander diese Auschwitz-Reise zu machen, um an die Wurzeln ihrer Herkunft zu kommen und darüber etwas zu verstehen. Das heißt, die Diskrepanz zwischen dem Setting und ihren privaten Auseinandersetzungen ist so groß wie möglich, weil natürlich dieser Hintergrund eine Art von Echoraum ist, wo ihre Auseinandersetzungen wie ein Katalysator noch größer werden. Und die Absicht, die man hatte, dass man eventuell sich erkennt wieder als Familienverband, plötzlich in einer Art und Weise auseinanderdriftet, dieses Verständnis, wo man das Gefühl hat, das kann nie mehr gut werden.